司令官からの命令で 2B さんのメンテナンスを担当することになったんです。これから定期的にチェックしますね。この記録を聞いた者がいたら伝えてほしいことがある。もし夜ハブ隊所属ナイエースに会うことがあったら、私は彼に。Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf dem Kanal. Ich bin Sasunaru, das wird die erste Folge sein. Wir spielen, wie ihr schon am Titel seht, Nier Automata. Ja, großes Projekt, wie ich schon mitbekommen habe. Ich habe das Spiel schon ein bisschen gespielt. Ich hoffe, ihr meinen Rechner ist nicht zu lassen, sonst muss ich noch runterstellen hier. Uah. Ja, wir fangen natürlich neu an. Natürlich weiß ich, dass es nicht funktionieren wird. Ich habe schon, wie ihr hier oben seht, schon eine neue, einen neuen Speicher angefangen. Ich werde natürlich komplett neu anfangen, wollte nicht ganz blind in das Spiel reingehen, weil ist wohl doch ein bisschen schwieriger. Ja, mein Benutzername wird natürlich bleiben, so wie gehabt. Ja, natürlich ist mein Name das. Wir spielen das Spiel auf normal. Ich möchte Spaß haben im Spiel und vor allen Dingen auch Dinge sehen. Und, also zumindest die Story mitbekommen und nicht nur einfach extrem durchrocken. Es wird vielleicht eventuell dem einen oder anderen auffallen, oben links seht ihr meine Framerate, die müsste ich vielleicht noch irgendwie wegmachen. Aber es ist halt Steam. Was ich sagen wollte ist, einige werden auffallen, dass ich in irgendeiner Weise ja auch ab und an mal Ruckler drin habe. Ich werde noch einiges anpassen müssen, das Spiel läuft nämlich nicht ganz so toll, wie es eigentlich sein sollte. Ich hatte schon den einen Patch reingezogen. Der hat auch einiges besser gemacht, also ich habe nicht mehr Schneckentempo vom Kampfstil, sondern von der Kampfgeschwindigkeit her, sondern ich habe stabil, flüssiges Gameplay. Und ja, dann wollen wir mal starten, wa? Let's go! これは呪いか、それとも罰か。不可解なパズルを渡した神に、いつか私たちは弓を引くのだろうか。こちら司令部、夜ハブ隊応答してください。こちら 2B、 前期無事に成層圏を突破、自動航行システムに問題なし。こちらオペレーター 6O、前期反応確認しました。現在対目標50キロ地点を通過。敵防空圏内で突入後、マニュアル攻撃形態に移行し、目標の大型兵器の破壊と情報の収集に当たってください。了解。いやー、12ベイチロスト、前期マニュアルモード起動、目視で回避。すでに起動、移動操作可能。長距離レーザー発射点を確認。
Ja, und damit beginnt der Kampf. Ich hoffe, ich werde nicht gerade sofort erschossen. Handy boinkt. Ich will aber. Ja, die ersten Kämpfe. Ein bisschen auf die Zeit achten. Shift schließen. Super. Ich werde nachher noch mal gucken müssen, ob das nicht zu laut ist, das Ganze. Ich spiele, wie ihr schon gesehen habt, auf dem PC. Steam und so. Zum anderen auch mit Tastatur und Maus. Ich werde gucken, ob das mit Gamepad eventuell vielleicht besser läuft. Mal gucken. Mir wurde es zumindest mit Maus und Tastatur empfohlen. Ich werde gucken, wie es abläuft. Und mal schauen. Ja, aktuell läuft es ziemlich smooth. Kleinere Frame-Einbrüche. Ihr werdet das daher nicht mehr sehen. Hoffentlich. Mit komischen Linien muss ich den schweren Angriff machen. Ja, super. Spiel, du hilfst mir enorm. Also man hört ja eh eine ganze Menge von... Ja, was wollte ich sagen? Genau. Gut, da bin ich wieder alleine. Juhu. Ich hoffe inständig, dass die Frames bleiben, dass ich keinen Frame-Drop habe. Aktuell zeigt mir mein Aufnahmeprogramm, dass ich es nicht habe. Sehe aber auch nicht wirklich die Uhrzeit, die Zeit. Leider Gottes. Gut, also mit Dings spielen, mit Maus und Tastatur, ich habe im ersten Lauf besser hinbekommen. Dann ist es wieder so lalala. Boah, erste Aufnahme und dann gleich mal gucken, ob es nicht zu laut ist. Die Folgen werden, nebenbei bemerkt, so am Rande, während ich mich hier ans Spiel konzentriere, natürlich Gegner vergessen, weniger babbeln, mehr kämpfen. Die Folgen werden immer samstags auftauchen, irgendwann im Laufe des Tages, so schnell wie ich es hinkriege. Und je nachdem, wie es bei mir zeitlich auch passt. Weil aktuell bin ich in Arbeit, zum Glück. Da muss ich halt gucken, wie ich das noch alles hinbekomme. Weil Arbeit geht ja vor, sonst kriege ich kein Essen. Und auch kein Strom und kein Internet. Und das ist nicht so prickelnd. Ja. Wenn dann natürlich pflichtbewussterweise, trotz dass ich hier, das ist mein roter LP bin, auf unserem gemeinsamen Kanal von Game Invaders starten das Ganze. Werde auch mal gucken, ob ich das hinbekomme, ob ich da mit Christopher nochmal reden kann. Mit Takeru, unserem Chef. Und er sagt, jo, geht in Ordnung, kannst du auch auf deinem Channel noch schmeißen. Oder ob er dann grundprinzipiell sagt, nee, lass mal. Mal gucken.
Und bitte an alle da draußen, die mir freundlich zugucken hier, bitte kein... Gott, so müsste man am PC laufen, so. Alles initialisiert, wumms. Bitte kein Backseat Gaming, bitte keine Hintergrundinformationen, die der Spieler nicht wissen darf, bevor sich das Spiel schon längst durchgespielt hat. Ich bitte drum. Wie gesagt, ich spiele mit Maus und Tastatur. Jetzt auch erstmal dabei belassen. Mal die Mausempfindlichkeit nochmal einstellen. Nein, das ist sie nicht. Nein. Ah, so was schießen, okay. Muss man ja wissen für den kommenden Boss. Ansonsten freue ich mich schon wie so ein Schnitzel, was mit diesem Spiel sich noch so kommt. Wie gesagt, ich habe schon angefangen, aber irgendwie kam ich da nicht mehr weiter. Hm? Wird jetzt nicht hier ein Gegner auftauchen? Hallo? Spiel? Das Spiel ist schon eine ganze Weile draußen und der Gegner taucht jetzt nicht auf. Ja? Das ist jetzt semi-optimal. Vielleicht kriegt sich das Spiel auch gleich wieder ein. Mal gucken. Wenn nicht, muss ich da mal die Aufnahme unterbrechen, den Timer aufschreiben und dann mal gucken. Ja, ist natürlich suboptimal. Ja, dann würde ich mal an dieser Stelle erstmal sagen, erstmal bis gleich. Ich gucke, dass ich das irgendwie wieder hinbekomme. Oder nochmal bis dahin spiele und dann ab dann die ganze Aufnahme nochmal starte. Also, bis gleich. So, endlich, es hat funktioniert. Nach dem dritten Versuch hat es endlich so funktioniert, wie ich es haben wollte. Gott. So. Ja. Ich weiß jetzt nicht, warum sie jetzt nach oben geflogen ist. Ich habe keine Ahnung. Aber gut, wir zerstören hier eh alles. Jeden. Ich weiß auch gerade nicht, warum ich jetzt hier nur so eine halbe Dings bekomme. Und... Ich versuche mein Bestes, den jetzt schnell zu erledigen. Au. Es ist nebenbei der, ich sag mal, Arm eines ersten Bosses, oder der Ansatz eines ersten Bosses. Und ich werde definitiv failen. Wobei das am Anfang im Tutorial wahrscheinlich das Schwierigste ist, was ist. Ja, wie eigentlich schon in den vorherigen Aufnahmen schon gesagt, ich habe die japanische Synchron von den Sprachen, ja. Weil mir das irgendwie sympathischer ist. Die englische ist auch schon ziemlich gut, aber die Gefühle kommen irgendwie bei den japanischen eher, also bei den Originalstimmen eher rüber als hier. So, mal gucken, dass ich nachher nicht ich noch Sounds vom Spiel übers Mikro noch reinballere. Oh, das war's doch schon.
Der Bibi. Nice, nice. Schneller als beim ersten Mal. Ja, irgendwie mag mich das Spiel gerade nicht. Irgendwie hat das jetzt gerade hier... Na gut, müssen wir halt mal jetzt gerade so mit leben. Mist. Jetzt habe ich die Uhr nicht im Blick. Hey, Stufe 3. ルビーさんですね。僕は何位ですです。あなたのサポートをするように指令を受けています。了解。この大きな横切りが目標の超大型兵器ですか。違う。単なる防衛装置みたい。じゃあ目標を探す必要がありますね。僕は飛行ユニットがありますから外から見て回ります。わかった。私は内部を中心に調べてみる。 Ja, und jetzt kommt der Moment, wo ich ganz kurz mal raustappen muss. Weil ich die Zeit brauche. Gut, wir spielen erst seit 7 Minuten. Das ist noch angenehm. Jetzt habe ich es aber drin. Ich habe keine Frameverluste. Das ist super. Aber meine Sensibilität ist zu hoch eingestellt. Kamera. Ja, hier habe ich vorhin ein bisschen rumgearbeitet. Habe hier ein bisschen alles... Ja. Gearbeitet dran, damit ich das hier ein bisschen die Kamera schneller schwenken kann. Ich mag das nicht, wenn das so leicht ist. Beziehungsweise so ist. So langsam. Das habe ich dann erstmal geändert. Ah, viel besser. Gut. Ja. Das habt ihr nicht gesehen. Mich erschlagen, das ist super. Gott. Ja, der Lauf von eben war so schön easy. War richtig wunderschön. Und dann das mit dem Boss. Also das ist, mit dem kleinen Minigegner da. Das war ist schon ärgerlich. Und eben gerade ging's. Und dann hab ich mir gedacht, gut, machst du da jetzt weiter. Und irgendwie schnibbeln. Und die davor, also da hatte ich zuerst einen kompletten weißen Screen vom Game. Also da wusste ich mal gar nicht, was Phase war. Ah. Okay. Nein. 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 Okay. Das war so klar. Mitten rein statt noch schießen. Ich werde seltenst versuchen zu schießen, weil ich bin eher so der Freund vom, ich gehe in den Nahkampf. Dafür habe ich die beiden Schwerter. Und, nicht wundern, aktuell bei mir hier ist gerade Schützenfest. Das heißt, kann man ab und an mal im Hintergrund laut werden. Oder irgendwelche Leute daran vorbeilaufen, die reingucken. Und winken. Aber na gut. Wow, CPU ist zu 5,1% ausgelastet, wie ich das gerade so sehe. Finde ich schön. Ich habe im Dark Souls reingucke, während ich zocke und aufnehme, ist es wahrscheinlich wieder wesentlich mehr. Habe ich dich, danke, tschüss. Ja, wie gesagt, das ist nicht das erste Mal, dass ich nie Automata spiele, aber ich sag mal, wie in allen anderen Rollenspielen, die ich wahrscheinlich noch Let's Playen werde, werde ich alles erkunden bis zum letzten Krümel, weil desto mehr Loot ich habe, desto besser. Hier kommt gleich ein großer Teil flumst, wenn ich da, der interessanterweise ausweicht und runterfällt. Ich brauche seine Erfahrungspunkte. Ich sehe gleich dort. So, da muss ich rein, aber da ich alle Erfahrungspunkte haben möchte und alle Gegenstände haben möchte, die ich kriegen kann,
gehe ich erstmal noch teilweise zurück, weil hier kommt immer so eine kleine Masse an. Wie man sieht. Hier möchte ich gerne... Ah, nein, nein, nein. Wenn das nicht ein Fehler war. Nein. Nein, nein, nein. Freue ich mich schon, wenn es soweit ist, dass ich dann wieder mein Schleuderwurf habe. Und ich meine die Druckwelle, für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was ich meine. So, rostiger Klumpen. Ja, für diejenigen, die nebenbei neu auf meinem... Ich muss das ausmachen mit Steam. Ah! Oder zumindest sagen, dass Steam nicht abgecaptured wird. Mist. Ja, für all diejenigen, die sich nebenbei wundern, wie gesagt, habe schon ein Spiel, noch nicht mal ansatzweise am Ende, gerade mal am Anfang. Und daher weiß ich schon einiges über das Spiel. Wie zum Beispiel über die allgemeine Lore, dass es angesiedelt ist nach Nier und nach der Drakensang-Saga. Wer jetzt nicht weiß, was ich meine. Drakensang war in etwa vor Nier. Ne, nach Nier. So rum. Weil Nier eine Prequel war. Richtig? Diese schießenden kleinen hässlichen Roboter. Wie das alles ganz zusammenkommt, habe ich bis heute noch nicht verstanden. Weil ich meine mal, es ist dann doch schon ein Stück. Ihr nehmt das. Ob ich nicht sterbe, muss ich mal konzentrieren, ne? Wie gesagt, es ist Nier Automata ist nach Drakensang und Nier angesiedelt und Nier generell, was damals auf der Xbox rauskam und auf PlayStation 3, glaube ich, also auf der Xbox 360 und PlayStation 3, wenn ich mich richtig entsinne, aber nicht für PC, was ich persönlich nicht wirklich störend finde, weil ich sag mal, ne? Ja, Nier auf der Fälle war nach Drakensang und Nier war so in etwa die Prequel von Drakensang und Nier Automata ist in etwa das Sequel von Drakensang. Was ich nicht ganz nachempfinden kann, weil ich glaube, in Drakensang hast du halt einen Charakter gehabt und konntest Drachen beschwören. Was hier nicht wirklich der Fall ist, weil hier kämpfst du ja als Android gegen Roboter und Aliens. Mehr oder minder Aliens, also bis jetzt habe ich es noch nicht gefunden, aber ne. Ja, das mal zu dem. Da lag eine Kiste, die habe ich genau gesehen. Oder? Doch, klar. Er saß und hat es nicht ausgerichtet. Mann, was ist los? Och, es ist so warm. Unerträglich warm bei mir. Gott, ich lasse mich hier. Mann. Ja. Das ist doch nicht jetzt dein Ernst, oder? So, halt. Einsacken. Stipp, stipp, stipp. Wieder hoch. Oh Gott, wenn das nicht gerade eine dumme Idee war. Und für alle diejenigen nebenbei, die nicht wissen, was Nier Automata grundprinzipiell ist, es ist ein Hack and Slay im, ja, wie man sieht, im Sci-Fi-Genre.
oder Science-Fiction-Genre, je nachdem wie man es nennen möchte. Und es ist sehr futuristisch angesiedelt, hat auch RPG-Elemente, Kisten, die ich nicht öffnen kann, weil mir dafür irgendwelche Schlüssel fehlen und ich habe sie nicht im anderen Speicher gefunden. Das heißt also, da wird noch einiges auf mich zukommen, nehme ich mal. Und es ist ziemlich weit angesiedelt in der Zukunft. Die Menschheit ist ausgelöscht worden von einer Alienrasse, die Roboter beherrschen durften oder können. Wie auch immer. Kann ich jetzt mal schießen da? Das sind Erfahrungspunkte. Und mit der Zeit lernt man halt neue Techniken kennen. Neue Waffen bekommt man auch über die Zeit mit der dort angesiedelten Währung G. G, wie auch immer. Ich weiß nicht, was das ist. Können Jill, Gold oder irgendwas anderes gewesen sein. Ich weiß es gerade nicht so genau. Na, jetzt komm her hier. Und da hinten liegt doch noch was. Ja. Oh Gott, was? Hallo? Beruhig dich mal, Tante. Ja, wenn die Kamera versucht. Für Leute, die sich fragen, warum hier die Kamera die ganze Zeit von 2D auf 3D wechselt, also mehr oder minder, also von Sidescroller auf normale Schlachtkämpfe, es wird auch kommen, dass es von oben kommen wird. Das ist halt der Style von Nier. Das war zumindest bei Nier Automata so. Weiß jetzt nicht, wie es bei Nier ist. Ich habe es nie gezockt, kann also da auch nicht wirklich was sagen. Wenn ihr was wisst, schreibt es doch in die Kommentare. Uah, Kommentare, ich liebe sie. Ja. Wie gesagt, ich habe davon leider Gottes keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich mich hier teilweise konzentrieren musste, dass es hier mitunter schwer ist, den ganzen Bällen auszuweichen, wie man unschwer gerade erkennt. Und ich habe es schon auf normal. Ich glaube, in meinem anderen Safe Game ist das auch so. Daher verzeiht mir, wenn ich manchmal nicht sofort antworten kann. Es ist teilweise echt schwer, hier irgendwie was sagen zu können, weil es ist teilweise, nachher wird es noch viel schlimmer. Ich hoffe, meine Framerate da macht da mit. Au. Ich muss das unbedingt ausstellen. Nein. Warte mal ganz kurz. Als Freunde. Dann hier, offline, danke, tschüss. Dann taucht das auch nicht mehr auf. Irgendwelche Freunde, die wieder online sind, ich hab's schon wieder gesehen. So, auch tot, auch tot. Halt, da liegt was. Wie auch immer das da hochkam. Nein. Au. Okay, solange das vorangeht, ist das noch für mich gut. Ich
aber trotzdem die Gegenstände, weil ich nicht weiß, wann die despawnen. Ah, Mist. Mist, Mist. Was ich weiß ist, es wird definitiv ein sehr langes Projekt werden. Die erste Folge wird auch relativ lang gehen, weil uns Save Points gibt es hier so an sich nicht. Es gibt nur die, das heißt, ich sag mal, in jedem Spiel kann man ja mittlerweile heutzutage ja einfach mal sagen, ich gehe jetzt in die Speichere, freue mir einen Keks. Bei Nier ist das etwas kompliziert, aber man muss herausfinden, wie man saved, weil das wird dir im Spiel nicht gesagt. Das macht den gewissen Charme aus. Und soweit wie ich herausgefunden habe, ist, du musst erstmal gewisse Dinge freischalten, damit du dann wirklich erstmal safen kannst. Das sind diese komischen Transponder oder Transportmöglichkeiten. Später bekommst du auch noch die Möglichkeit, durch die Kante zu fliegen, beziehungsweise durch die Kante zu heizen, je nachdem. Aber soweit bin ich noch nicht. Es gibt nachher auch für die längeren Wege eine Schnellreisemöglichkeit. Sprich, du kommst noch von A nach B. Was ziemlich niedlich ist. Weil das kürzt dann einiges ab. Terraforming ist hier auch möglich, beziehungsweise mehr oder minder Terraforming. Also das Spiel von sich aus wird selbst bestimmen, ob es das macht oder nicht. Beziehungsweise ist es gescriptet. Sagen wir es mal so. Das klingt besser. Insofern halt das ist dann zum Beispiel die Stadt wird einmal angegriffen. Spoiler-Alarm. Und da ist dann halt ein ganz großes Loch. Was da genau passiert, werde ich euch jetzt bestimmt nicht sagen, weil. Das ist halt etwas, das sollte man später selber herausfinden. Jetzt geht das wieder nicht, war ja klar. Los. Wird getroffen. Au. Das nehmen wir die ganze Zeit, da die Heilung läuft, liegt eigentlich nur daran, dass mir dieser kleine Roboter da oben, dieser Pott, die ganze Zeit selbst heilt. Was zu Kosten meiner Heilung ist, die ich hier so habe. Der einzige Nachteil daran ist, ich werde so oder so verlieren. Warum? Weshalb? Deswegen werdet ihr wahrscheinlich dann gleich beim Boss-Battle sehen. Der kommt immer auch bald. Was müsste ich eigentlich dann andere haben? Ich weiß es nicht. Oder ich fliege gleich wieder welche. So, das ist die oben drauf sich, wie ich sie vorhin schon meinte. Ja, und jetzt kommen die anderen, die mittlere Erholung, dann gibt es eine große Erholung. Und wenn die alle ist, dann wird das wahrscheinlich aufhören, das zu kommen. Der einzige Nachteil ist, ich konzentriere mich gerade nicht wirklich aufs Spielen, sondern eher aufs Reden, damit ich euch was bieten kann, wie mir zu meinem Nachteil aufgefallen ist. Deswegen ich gerade adäquat mehr Damage erhalte als beim ersten Run. Ich könnte jetzt auch feige spielen und sagen, ich kämpfe mit nur Schüssen. Das wäre aber langweilig, weil dann würde ich die ganze Zeit nur im Kreis laufen und nur schießen. Und das ist nicht wirklich Sinn der Sache, weil, ich sag mal, für was bekommt man die Heilung? Halt, Gegenstand. Danke sehr. Nächster Fahrt. Freigeschaltet. Juhu. Ah, da sieht man jetzt den großen Boss. Der kommt gleich zu mir und wird mich überlaufen rotzen wollen. Und links geht's dann nachher in die alte Stadt. Da kommen wir aber nicht mehr hin. Beziehungsweise nicht jetzt, weil das ist erst später, wenn das Spiel aktiv ist. あったのか動物や植物は旧世界の時よりも増えているみたいですね。
Brauche mich auch hier nicht wirklich viel umschauen, weil die ganzen Gegenstände hier spawnen jederzeit wieder, wenn ich wieder zurückkomme in das Areal. Und das heißt für mich, ich brauche eigentlich gar nicht wirklich gucken. So, wie gesagt, ich kriege massiv viel kleine Erholung. Und jetzt gleich viel Spaß mit der Zwischensequenz. Ja, und schon geht der Kampf im Phasenkampf über. Aber der war eigentlich ziemlich einfach. Eigentlich nur ausweichen und ab und zu mal draufhauen, wenn er stehen bleibt. Später kommt noch ein zweiter Arm dazu. Oh, das wird wehtun. Und da kommt der zweite Arm. Beide Arme teilen sich eine Life, Dings. Meint, wie ich das jetzt mitbekommen habe. Nein, aber. Hier werde ich jetzt eher auf Range gehen. Weil es hier ein bisschen einfacher ist zu kämpfen. Oh oh. Wie man schon sieht, also es ist viel Movement hier gefragt in dem Spiel. Sehr viel sogar. Was ich ziemlich feier. Aber wenn man dann wenn die Tricks kennt und die Plätze, wo man ausweichen kann, dann ist das eigentlich ziemlich einfach. Au! Das war nicht gut. Aber na gut, jetzt kann ich stehen bleiben, weil die gehen jetzt mal weiter nach hinten, Schritt für Schritt. Während ich ja stehen bleiben kann und auf die Typen einschießen kann. Ah. Okay, jetzt kommt Phase 2. Da gehen dann diese lustigen Arme wieder weg. Und jetzt kommt der eigentliche Bosskampf. Und der ist nicht ganz so einfach. So, der Fight, Boss. Das ist ein echter Goliath-Klasse in diesem Spiel. Deswegen heißt er auch Goliath. Warum nicht? Und er schießt sehr freudig mit Raketen um sich. Wobei ich halt mit Lasern antworten kann. Wie man schon merkt, also die Viecher haben sehr viel Life. Und das ist jetzt das, was ich meine mit Movement. Okay, ich laufe voll rein, ey. Gibt's doch nicht. Hellen Blasen kann man kaputt schießen, beziehungsweise kaputt schlagen, wenn sie nicht einen selbst treffen. Die dunklen Blasen nicht. Für die gibt es wahrscheinlich, glaube ich, gar keinen Ausweichen. Ah. Jetzt kommt unser Helfer.
Der Boss ist in vier Phasen geteilt. Das ist jetzt Phase 3. Das geht jetzt, glaube ich, bis zu 50% seiner Life Points. Also das kann jetzt ein Leiter sich hinziehen. Nicht diese Mormon so viel Damage machen würden. Ah ja, und derweil, wie man sieht, wird er jetzt auch hier die Plattform kaputt machen, Stück für Stück. Sollte ich da jetzt nicht ausweichen, wäre das wahrscheinlich ein fataler Fehler von mir und ich würde wahrscheinlich im Wasser landen. Was semi-optimal ist. Und ausweichen. Verdammt mich mal einer. Okay, er taucht wieder ab. Das heißt, ich renne nach hinten. Das war sozusagen ein kurzes Aufleben des Typis, der ist noch nicht platt. Jetzt soll ich hoch zu 9S gehen, unserem Kompagnon. Das Vieh wacht jetzt auf. Weiß erstmal nicht, wo wir sind. Also ich glaube auch nicht, dass der merkt, dass wir hier gerade den Rücken hochklettern. Das Ding wird uns jetzt suchen, aber ne, wird uns halt nicht wirklich finden. Halt, das möchte ich gerne mitnehmen. Jede Heilung ist eine Heilung mehr. Okay, es funktioniert also nicht so, wie ich es gerne haben wollte, wie man sieht. Und da liegt schon ein S. Ziemlich kaputt. So, auch noch einen gesagt.
So, jetzt geht's an Phase 4 des ganzen Bosskampfes. Das ist auch schon das Ende von dem Boss. Jetzt gehen wir in volle Breitseite. Verdammt. Und jetzt kommt das Wunderschöne. An diesem Spiel, du nimmst einfach mal den Arm des Roboters und verprügelst ihn jetzt einfach damit. Ups. ブラックボックス反応による敵大型兵器の殲滅。安全を許可します。つまりあなたと共に戦えて光栄でした。私もだ。
成功でしたね。適応型兵器は破壊され、敵支配地域への侵入経路が確保されました。今後の 9S。 はい、ありがとう。最後に私たちのデータを基地にアップロードしてくれて。ごめんなさい、その記憶を僕は持っていません。あの地域は通信帯域が細かったですから、多分あなたのデータをバックアップする時間しか確保できなかったんでしょう。僕の記憶はあなたと合流する直前までしか残っていません。そう、人類に栄光あれ。人類に栄光あれ。So, ab jetzt könnte ich rein theoretisch jetzt das Internet noch mit verbinden. Werde ich aber erstmal nicht tun, weil damit könnte ich eigentlich Spieler mitbeschwören bei Bosskämpfen und so. Bosskämpfen, meine ich. Ja, und dann würde ich jetzt erstmal den aktuellen Fortschritt erstmal soweit speichern. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Jo. Jetzt kommt noch das wieder. Und das nehmen wir noch mit auf, dann kann ich gleich richtig speichern, weil ich sag mal, sonst komme ich hier nicht wieder raus. Ne, das machen wir nicht, oder? Jo, dann sage ich erstmal soweit. Bis zum nächsten Mal. Wie sie da heißt, Nier Automata Let's Play. Viel Spaß und schönen Tag noch.